Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elix. Was machen wir jetzt? Ja, genau, Separatisten. Muss ich auch noch machen? Der Kampf mit unserem Bruder wird schwer. Der wird schwer. Ah, das vorhin, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Ich bin auf der Seite der Menschen. Sie sind es, die schon seit Jahren ausgebeutet werden. Das muss endlich aufhören. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Wenn ich mit dem Hybriden reden kann, der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ja. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Gut, hab ich fertig. Achso, nee. Ich muss ja noch meinen Bruder töten. Los geht's. Oh je, ich hab ein bisschen Schiss. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort. Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren.
Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Mhm. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Yo. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, doch, wenn du ist seine Order empfängst. Ja, da ist schon wieder. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Ja, wir haben zusammen verbracht. Selbst du das einsehen musst. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Lexitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Du gehörst mir! Nee. Nein. Oh, er kämpft mit? Wow, zwei Schläge und ich bin weg, ey. Okay, das muss ich anders handhaben. Du gehörst mir. Oh.
Ja. Wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Zwei Handgranaten, hey. Ich würde hier jetzt erstmal Haier machen. Riecht nach Tod. Jetzt werde ich erstmal Achso, nee, ich muss dafür erstmal nach Kaya bestimmt. Ich brauche dich nicht mehr. Kaya. Mitkommen. Knapp. Schicke ich die da jetzt hin wegen dem Experiment? Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Oh oh. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Ganz schöne Verbrennungen, die Frau. Hä? Saddam? Kaya ist weg. Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Saddam war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Was wäre, wenn Saddam gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn... Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Das hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben, nach allem,
was ich über das Elex je gelernt habe. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Hm. Das ist alles. Doch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xakor wiedersehen. Du selbst sagtest, wir kämpfen für dieselbe Sache. Und du wirst dich um den Hybriden kümmern, wenn es soweit ist. Darum wirst du auf mich und meine Männer zählen können. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Möge unser Kampf siegreich sein, mein Freund. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xakor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Die Länder der freien... Gut, das weiß ich. Aber ich gehe da nicht ohne einen anderen Gefährten hin. Mitkommen. Ja. Dass das Spiel fast 40 Stunden geht, damit hatten die Entwickler auf jeden Fall recht. Na, hier ist sein Versteck. Kaya ist aber nicht da. Also wahrscheinlich fürchte ich, muss mich beeilen, wenn ich sie retten will. Da steht, dass sie da ist. Da ist er. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zardoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xakor. Hm. Wo ist er? Wo ist Zardom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Du kannst wieder gehen.
Ich brauche dich. Jetzt macht sie wieder Haie? Mitkommen. Wenn du willst, besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Okay. Crowny. Soll ich mit Crowny reden? Nein. Manchmal kommt es knüppeldick. Hör doch auf. Wie konnte er nur so dumm sein? Da könntest du recht haben. Das musste ja schief gehen. So kann das doch nicht weitergehen. Meine Meinung will ja keiner hören. Pass auf. Ich speichere das erstmal auf 1. Und ich speichere das erstmal auf 2. Weil ich nämlich nicht weiß, ob meine Kraft schon reicht. Notfalls kann ich da nämlich wieder zurück. Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Na. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Was? Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Statt von meinen Antrieben. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde... Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen. Und heute verbitterte Feinde. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen,
die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Schott öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Schott. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Hm. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage... Die Sache mit dem Code... Du... Tja, komm, hopp. Sehr gut. Ich brauche dich. Na. Du willst mich jetzt verarschen. Du sagst mir jetzt echt, ich soll da nochmal hin? Bitte nicht. Nein, ich will da nicht nochmal hin. Ich will da nicht nochmal rein. Nein. Und die andere? Hm. Ich glaube, ich gehe da mit Arx wieder rein. Mitkommen. Ja. Ich will da ungern wieder hin. Die war so scheiße, diese Firma. Eine großartige Struktur. Praktisch und logisch. Faszinierend. Wenn unser Zeitalter naht, dann kommt das hier alles weg. Ich muss wieder da unten rein. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. Ja, ich weiß. Kommen die ganzen Viecher hier wieder, ey. Ach. Krieg schon wieder Magenschmerzen. So, hier dürfte... Oh. Elektroschott übersehen. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Mhm. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte.
Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Interessant. Sogar sehr interessant. Danke. Hammer, das ist ein Mensch. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das ein Mensch ist, der sich einfach in so einer Rettungskapsel verborgen hat und der hat diesen Meteoriteneinschlag nur deswegen unter der Erde einfach ausgesessen und dann durch das Elix ist er zu so einem Überding mutiert. Krasse Story, ey. Krasse Story. Aber jetzt ist er ja mehr Maschine als, also finde ich. Ich finde, der ist jetzt mehr Maschine als menschlich. Oh, soll das hier direkt sein? Wäre ja Opti. Das ist schon krass. Ich hatte da noch so ein Tagebuch von dem. Das muss ich auf jeden Fall nochmal lesen. Oder so ein Buch von dem auf jeden Fall. Das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Hätte ich die mal von vorhin schon mitgenommen, ey. Sind die Dawkins Memorien, genau. Aus Sicht der Vernunft war es notwendig, ein Ausschlussverfahren zu entwickeln. Es wäre eine Utopie gewesen, die gesamte Menschheit zu retten. Als Realist habe ich diese Tatsache direkt zu Anfang angesprochen. Ohne Geheimhaltung wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Geeignete Kandidaten wurden über eine Werbekampagne gesucht. Man warb um verschiedene Altersgruppen und mit unseren Tests filterte wir diejenigen heraus, die genetisch am besten zur Erhaltung der Menschheit geeignet waren. Die PR-Leute leisteten ganze Arbeit. Sehr viele unterschiedliche Bürger meldeten sich für das Projekt, so dass wir streng aussieben konnten, wer wirklich genetisch perfekt genug ist, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Durch die Katastrophe würde eine natürliche Selektion stattfinden, die wir lenken konnten. Die Menschheit sollte gestärkt aus dem Untergang hervorgehen. Wir würden auf eine neue Evolutionsstufe gehoben.
Ah, ich muss ja erstmal Dingens. Kohle. Ja. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Na, 1000 kriege ich eh nicht zusammen. Aber ich könnte vielleicht die Ausdauer. Bring mir. Ne, der hat nicht Ausdauer. Du bist in Ordnung. Wir reden später. Du Ausdauer? Bring. Konnte er nur so dumm sein? Mach das jetzt so. Verkauf jetzt den Erlöser. Macht zwar wirklich viel Schaden, aber die, ob ich die nochmal kriege, ich denke nicht. So. Meinst du wirklich? Selten so einen Stuss gehört. Ich würde gerne meine Ausdauer. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Warte mal. Feilscher kann ich bei dir jetzt lernen, 1000. So. Jetzt muss ich aber gucken, wie viel der Elektroschrott kostet. Wenn das jetzt funktioniert, dann habe ich viel Geld wieder. Natürlich. Ach so, nee. So, so. So. 10 kostet er im Verkauf. Und im Kauf kostet er... 9. Wie geil. Okay, jetzt versuchen wir mal Geld zu machen. Ich will nur gucken, ob es funktioniert. 2363. Zeig. Passt. Ich kann so Geld machen. Oh, endlich. Der großen Schlacht steht nichts mehr im Wege, Leute. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt hier erstmal ein bisschen. Sammel so Geld. Also ihr habt gesehen, ihr müsst das die Falscher-Fähigkeit, das Falscher-Talent 2 freischalten. Und dann könnt ihr das so machen, dass halt Schrott, also Elektroschrott und Metallschrott kosten 9 Elixit im Einkauf und 10 Elixit im Verkauf. Und so könnt ihr dann halt Geld machen. Es dauert halt zwar lange und ihr müsst aber hin und her schalten, aber es funktioniert. Das ging vorher auch schon eher und auch schon mit dem ersten Talent Falscher. Aber das haben die halt mit einem Patch gefixt und ja... Deswegen, aber ich brauche sowieso Geld ohne Ende, denn ich muss mich ja schließlich auch vorbereiten, denn jetzt kommt die letzte Schlacht und ich brauche Granaten, ich brauche Munition und so weiter und so fort. Also, naja.
Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Ich mache das jetzt nicht während des Let's Plays, denn das würde zu lange dauern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.